Die Bandsäge, ein sehr, zuerst sollte ich sie freiräumen, die Bandsäge ist immer verstellt, sie sollte aber nicht verstellt sein, sie hat es nicht verdient, verstellt zu werden. Jetzt steht sie einigermaßen frei. Wir sagen Hallo im nächsten Video, also im aktuellsten Video heute. Servus, freut mich sehr, dass ihr... Es ist extrem heiß, vielleicht ist es bei der Ausstrahlung ganz anders. Servus, saukalt. Auf jeden Fall viel Spaß beim Video. Hier geht es um die Bandsäge und um Bandsägeblätter zusammenlegen. Also früher, Donnerstag, 7.15 Uhr, die Bandsäge, eine einigermaßen freistehende Maschine. Sie ist selten bis nie verräumt. Was kann man mit der Bandsäge tun? Man kann hier mit meiner eine Schnitthöhe von... Also wenn man das jetzt ganz hinaufgibt, eine Schnitthöhe von 34 cm. Es ist so heiß hier herinnen. Ihr zu Hause in euren klimatisierten Wohnzimmern werdet davon nichts mitbekommen. Aber hier in der Werkstatt hat es ca. 70, 80 Grad. Auf jeden Fall kann man 34 cm hohe Schnitte machen. Man kann Pfosten auftrennen, um das Ganze zu spiegeln. Also stehend. Man kann hier das Band wechseln, indem man hier das locker macht. Dann fährt die obere Rolle nach unten und dann kann man das Band hier an diesen Schlitz entlang herausnehmen und ein neues Band hinein. Die Zähne einer Bandsäge müssen immer nach unten zeigen, also zum Tisch hin. Somit ist doch klar, wenn man jetzt sowas abschneiden würde, zieht einen das Blatt nach unten und könnte die Finger quetschen. Daher immer schauen, dass die Finger nicht unter einem zu schneidenden Material sind, immer so Finger geschlossen halten. Dieser Teil sollte ca. 1 cm über das Werkstück sein, das man schneidet, wenn das Blatt reißt, dass es nicht zu weit ausschlagen kann. Und wenn man die Finger in der Nähe hat, ca. 10 cm Abstand sollte man halten, dann kann einen das Blatt natürlich verletzen. Bei meiner alten Bandsäge gibt es mehrere Teile, wo man schmieren muss. Hier muss man einen Deckel auf, hier kommt Fett hinein und jedes Mal, wenn ich drehe, wird wieder nachgefettet. Dasselbe ist hier und hier, auch hier vorne bei dem Anlaufring. Hier kann man die Blattspannung verstellen und hier die Neigung, wie ich die obere Rolle einstelle. Denn man muss ja immer richtig einstellen, dass quasi das Band richtig geführt wird, nicht zu sehr vorschaut oder zurückschaut und so weiter und so fort. Jetzt habe ich irgendwie die Maschine erklärt, das wollte ich jetzt so in diesem Sinne gar nicht machen, denn wenn ich hier etwas falsch sage, hoffentlich war alles richtig. Für die Bandsäge gibt es breite Blätter, schmälere Blätter. Die breiten Blätter sind natürlich da, um Bretterpfosten aufzuteilen, aufzuspalten. Und die schmäleren Sägeblätter sind natürlich, um Radien, also um enge Kurven, Schweifungen schneiden zu können. Natürlich kann man mit so einem breiten Blatt keine kleinen Schweifungen schneiden. Daher verschiedene Blätter. Die Blattlänge kann man, wenn man jetzt eine alte Bandsäge kauft, kann man abmessen, indem man eine Schnur rundherum gibt und diese Schnur dann abmisst, dann weiß man genau, wie lange das Blatt zu sein hat. Aber meistens steht es irgendwo hier in dieser Maschine, steht 530 cm. Das ist extrem lang eigentlich. 2, 3, 4, 5, aber. Was kann man über die Bandsäge noch sagen, über diese? Man kann hier den Tisch verstellen, also 45 Grad neigen. Dann kann man auch schräge Schnitte machen, aber dieses Modell müsste mal renoviert werden. Ich habe hier eine Zuckermann-Bandsäge, angeblich aus den 20er Jahren. Die habe ich mir quasi in fast Einzelteilen gekauft, habe die zusammengebaut. Was ich in nächster Zeit aber machen muss, ist neue Belege raufgeben, denn sie sind schon gebrochen. Daher läuft das Band auch nicht mehr hier genau in dieser Spur, sondern versetzt, aber das muss schon ewig so sein. Ich nehme an, die letzten Jahrzehnte wird damit nur mehr Brennholz geschnitten worden sein vom Vorgänger. Aber jetzt zeige ich euch, wie ich ein Bandsägeblatt zusammenlege. Wenn man das nicht so beherrscht, hat man ein kleines Platzproblem, denn die Bänder sind riesengroß und es ist von Vorteil, wenn man weiß, wie man so ein Blatt zusammenlegt. Also, man hat hier das Blatt und muss es natürlich öffnen, um es hineinzugeben in eine Bandsäge. Ganz wichtig hierbei ist, man sollte Handschuhe tragen. Dieses Blatt ist schon stumpf, also da braucht man keine. Jetzt ist es wichtig, die Zähne sollen zu einem her zeigen. Also die Zähne der Bandsäge schauen zu mir. Und dann steige ich mit dem Fuß unten hinein. Die Daumen sind außen
Und hier auch außen, also außen. Und die Hand halte ich so verdreht zu mir quasi. Unten stehe ich drinnen und dann drehe ich die Hände so nach außen. Dann dreht sich das hinein. Und dann lasse ich es einfach unten so zusammenfallen. Also nochmal, ich steige unten hinein, die Zähne schauen zu mir, ich halte die Hände so, dass der Daumen außen ist. Also der Daumen ist außen und dann drehe ich die Hände so, dass der Daumen jetzt innen ist und normal. Und dann sieht das Banzigeblatt so aus und dann kann man das eigentlich so innen zusammenlegen und hat einen schönen Kreis. Es gibt dann noch andere Techniken. Aber die anderen Techniken kann ich nicht, wie man sieht. Früher, wie man noch als Musiker spielen durfte, habe ich oft ein Banzigeblatt mitgehabt. Meine Kollegin hat mit dem Cello soliert und ich habe den Leuten gezeigt, wie man ein Banzigeblatt zusammenlegt. Ich wollte damit eigentlich in die Welt hinaustragen, dass jeder eine Banzige besitzen sollte. Daher ist dieses Banzigeblatt auch sehr verbogen schon, denn das war dieses, was ich immer mitgehabt habe bei Auftritten, um es zusammenzulegen. Und einmal ist mir was ganz was Peinliches passiert. Also peinlich, es war eigentlich lustig. Ich habe das zusammengelegt und war stolz und habe echt geglaubt, jetzt werden die Menschen jubeln. Plötzlich kam ein älterer Herr mit 75 Jahren und der hat dann das Blatt genommen und irgendeine Zaubertechnik hat er gehabt. Er hat auch schon ein wenig Wein zu viel intus gehabt. Vielleicht ist das der Trick, wenn man etwas getrunken hat, dass man dann Techniken beherrscht, die man ohne Alkohol nicht beherrscht. Auf jeden Fall hat der dieses Panzigeblatt extrem klein zusammengelegt. Also die Hälfte von dem, was es jetzt ist. Und dann haben die Leute gejubelt und ich bin da gestanden mit meiner altmodischen Riesenfalltechnik. Also ich kann nur diese eine. Wie geht das mit der Maschine? Was ist das überhaupt für eine Maschine? Was Also soll das sein? oft will man in Ecken was herausschneiden und da kommt man nicht hinein. Das ist eine sogenannte Oszillationssäge. Da geht das Blatt ganz schnell so. Mit dieser Maschine kommt man überall hinein. Ich werde jetzt diese Ecke rausschneiden. Ja, na, wenn jetzt früher um diese Ecke quasi ein Haus gestanden wäre und sie hätten mit der Handsäge nicht hin können, hätten sie das ganze Haus abtragen müssen, den Schnitt durchführen und das ganze Haus wieder aufbauen. Und Okay. jetzt kann man mit dieser Maschine da quasi reinschneiden. Und früher haben sie es nicht gehabt. Na, früher haben sie die Maschine nicht gehabt, weil es keinen Strom mehr gegeben hat. Die Maschine war zwar früher auch da, aber kein Strom. Also ich kann sie aufdrehen, dann seht ihr das. Jetzt haben sie zwar die Maschine gehabt, aber sie ist nicht gelaufen, weil sie den Strom noch nicht erfunden haben. Oder mit der Hand haben sie das nicht so Na, mit auf der und ab Hand, bewegen können. na, So, tu mal so, na. so probieren, dann probier mal so. Und vor allem noch 10, 14 Tagen will man nicht mehr. Haben wir jetzt vergessen, den Strom aufzudrehen. So kann es einem gehen. Nächster Versuch. Genau. Man kann mitten in einer Fläche einsetzen zu schneiden. Man kann jetzt hier durchschneiden, ganz sinnvoll, sagen wir, das ist jetzt die Mauer und hier, das ist die Verkleidung eines Türstocks. Man legt jetzt einen Fußboden mit der Stärke dieses Restholzes, dann lege ich mir den Fußboden hierher. Schneide die Verkleidung ab und dann passt der Fußboden genau darunter hinein, dann kann man hier Silikon geben oder man lässt es so. Auf jeden Fall geht das sehr gut. Wichtig dabei ist es, wenn man schneidet, wird das etwas zerkratzt und dann dreht man es wieder um. Man will ja nicht den fertigen Fußboden, also diese Seite, die man sieht, zerkratzen oder beschädigen. Wenn man eine Vorsatzwand gibt und muss Steckdosen ausbohren, kann man das mit diesem Teil tun. Man kann in Ecken schneiden, wo man sonst nur schwer hinein kann.
Also wenn man jetzt einen Fußboden verlegt hat und man sieht, man hat das zu knapp gemacht und der Boden hätte keine Luft, um arbeiten zu können, kann man mit dieser Maschine einen Zentimeter circa weg von der Wand den Boden abschneiden. Man kann mit dieser Säge Plattenzuschnitte machen, das ist dann natürlich nicht lustig. Man kann mit dieser Säge auch Bäume umschneiden, Fliesen schneiden und Autos in der Mitte durchschneiden, auch nicht lustig. Also es ist eher lustig, wenn man damit kleine komische Ecken irgendwo schneidet, wo man nicht hinein kann. Ich passe sowieso fast nirgends hinein aufgrund meines Gewichts und da ist diese Maschine schon extrem gut. Ich kann mit ausgestreckter Hand fast überall hinein und kann alles zerschneiden, kurz und klein machen. Und oft, wenn ich traurig bin, sage ich mir dann einfach, ist es nicht fein, eine Feind zu haben? Ob das jetzt gut war, weiß ich nicht. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Danke, tschüss, Baba. Gefällt mir drücken, abonnieren drücken, Glocke drücken. Alles. Tschüss, danke, bis zum nächsten Mal. Ich muss hier oben bei den Rollen und bei der unteren Rolle. Denn der haut nicht ganz hin. Also wie ihr jetzt sehen konntet, macht dir das Freude? Doch konnte das Autoplatz haben. Das war ein Hand mit zwei Händen. Wenn ich vier Hände hätte, hätte ich mit vier Händen auch zusammenlegen. Und schon wieder zusammengekriegt. Es geht gar nicht mehr, dass er so gut zusammengekriegt ist. Fußbodenlöcher reinschneiden, mittendrinnen, ja. Und schauen, was drunter liegt. Ah. So kann es einem auch gehen. Oh, es ist warm.